Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein kurzes Video über das Sony 24 bis 70 mm 2.8 G-Master Objektiv. Der eine oder andere stellt sich vielleicht die Frage, ob sich der Kauf vom Objektiv jetzt Anfang 2022 noch lohnt. Da möchte ich euch ein bisschen Abhilfe schaffen. Aber erstmal ein paar Worte zum Objektiv. Ihr habt 24 mm Brennweite als Weitwinkel und könnt bis zu 70 mm raufzoomen. Ihr habt eine durchgehende Lichtstärke von 2.8 und kein Bildstabilisator. Ihr bekommt wie bei allen G-Master Objektiven eine wirklich sehr gute Verarbeitung, die erkauft ihr euch aber durch ein relativ hohes Gewicht. Das Objektiv ist so an sich super verarbeitet, der Fokusring und auch der Zoomring lassen sich sehr leicht und sehr flüssig bedienen. Da habt ihr also gerade im Videobereich auch eine recht gute Bedienung. Ihr habt an der Gegenlichtblende die Blende innen mit Samt verkleidet, sodass ihr da gar keine Reflexionen auf dem Plastik habt. Ihr habt wie bei vielen Sony-Objektiven einen Multifunktionsknopf, den ihr in der Kamera frei belegen könnt. Ihr habt einen Schalter, an dem ihr zwischen manuellem und Autofokus wechseln könnt. Und ihr könnt den Zoom sperren. Ihr habt hierzu einen kleinen Lockschalter, sodass sich das Objektiv nicht mehr verstellen lässt. Das ist gerade beim Transport nicht schlecht, wenn ihr das Objektiv vielleicht auch am Kameragurt habt und das Ganze nach unten hängt, da kann das zum Teil sein, dass sich das Objektiv von alleine ausfährt. Das könnt ihr durch diesen Schalter sperren. Ebenso befindet sich am Bajonettanschluss die Dichtung, welche das Objektiv zum Gehäuse abdichtet. Hier seid ihr also spritzwassergeschützt. Ich sag mal, bei Regen und Schnee hatte ich keine Probleme. Da sollte das Ganze recht dicht sein. Schwimmen solltet ihr damit natürlich nicht gehen. Wie gesagt, erkauft ihr euch das Ganze durch ein relativ hohes Gewicht. Das Zoom-Objektiv kommt, glaube ich, an die knapp 900 Gramm hin. Es liegt natürlich dadurch satt in der Hand. Ihr habt den Vorteil, es ist ja kein Bildstabi verbaut. Durch das relativ hohe Gewicht stabilisiert er aber das Bild gerade bei der 3-Punkt-Auflage, wenn ihr durch den Sucher guckt, doch relativ gut. Da hat das höhere Gewicht dann natürlich auch einen kleinen Vorteil. Aber natürlich, ich habe die Objektive eigentlich auch gerne leichter. Die Bildqualität vom Objektiv ist schon sehr gut. Es wäre auch ein bisschen verwunderlich, wenn ein G-Master Objektiv nicht eine relativ gute Bildqualität hat. Da kann man einfach nichts sagen. Das Internet ist ja auch voll von Reviews. Wenn ihr da genauere Details haben wollt, auch die Blendenanzahl und so weiter, da könnt ihr das Ganze nachschlagen oder auch für Bildvergleiche andere Reviews anschauen. Ich denke, das Objektiv gibt es seit 2016, glaube ich, ja, 2016. Da gibt es sehr, sehr viele Vergleiche. Ich will einfach nur darauf eingehen, ob sich der Kauf denn dieses Jahr oder jetzt für die Zukunft noch wirklich lohnt. Natürlich habt ihr den Vorteil beim nativen Sony-Objektiv, dass der Autofokus wirklich sehr präzise und schnell ist. Ebenso ist er leise. Das heißt, wenn ihr das Objektiv zum Filmen benutzt und ein Mikrofon auf der Kamera oben habt, dann habt ihr nicht das Problem, dass ihr den Autofokus im Mikrofon, also in eurem Ton, hört. Fürs Filmen eben sehr wichtig, fürs Fotografieren jetzt nicht. Außer ihr wollt vielleicht Wildlife sehr nah fotografieren, da sollte ja auch alles so leise wie möglich sein. Bin mit dem Objektiv auch wirklich sehr zufrieden. Klar, ein Bildstabi wäre noch schön gewesen, aber bei 24 bis 70 mm und 2.8er Lichtstärke würde das, glaube ich, ein ziemlich großes Objektiv werden. Aber wie gesagt, wir wollen ja besprechen, ob sich der ganze Kauf noch lohnt. Schauen wir uns doch mal die Alternativen an, was es da noch so gibt. Da gibt es im genau selben Brennweitenbereich noch das Sigma 24 bis 70 mm, ebenso mit der Blende 2.8, auch kein Bildstabi. Das ganze Objektiv ist ungefähr 50 Gramm leichter und etwas kleiner. Ihr habt beim Sigma auch den Vorteil, dass ihr eine nähere Naheinstellgrenze habt. Das heißt, ihr könnt mit dem Objektiv näher an euer Objekt rangehen. Das G-Master hat da eine Grenze von, ich glaube, 38 cm. Mit dem Sigma kommt ihr da auf 19 cm ran. Das heißt, ihr könnt eigentlich Bilder schon kurz vor der Linse machen, weil das Ganze ja ab dem Sensor im Gehäuse zählt und die Objektive ja schon relativ lang sind. Das Sigma bildet auch wirklich sehr gut ab. Es ist in der Mitte schon fast schärfer oder eigentlich schärfer als das Sony. Zu den Kanten hin wird es dann aber ein bisschen weicher. Da ist das Sony eigentlich in allen Bereichen ein bisschen besser. Dafür bekommt ihr das Sigma aber auch zum Preis von 1200 Euro. Da liegt das G-Master gerade so gebraucht. Das G-Master neu kostet 1800, also sind da schon mal 600 Euro Unterschied. Ah, Merlin.
Das sind also schon mal 600 Euro Unterschied. Das Sigma verzerrt euch das Bild ein bisschen mehr. Das heißt, ihr müsst es in der Bildbearbeitung nachher im Nachgang anpassen. Das lässt sich aber alles relativ gut korrigieren, sodass ihr da auch keine Verzerrung mehr feststellen könnt. Ihr habt beim Sigma auch etwas mehr Vignettierung, also die Ecken sind ein bisschen dunkler, aber auch das lässt sich eigentlich in der Bildbearbeitung alles anpassen. Da gibt es ja dann auch die passenden Objektivkorrekturprofile. Im Video wird es da schon ein bisschen anders, aber da gibt es auch Möglichkeiten, das anzupassen. Abstriche müsst ihr beim Sigma beim Autofokus machen. Also der Autofokus ist auch nicht schlecht, der vom Sony ist aber doch einen ganzen Tick schneller. Vor allem im längeren Brennweitenbereich ist der Sony dann doch sehr viel schneller. Wenn man das Ganze nachmisst, braucht das Sony-Objektiv ungefähr 4-5 Frames, bis es scharf gestellt hat. Beim Sigma-Objektiv sind es dann schon 25 Frames rum, das heißt schon fast eine ganze Sekunde. Da hat Sony also immer noch den Vorteil, da es eben ein Sony-Objektiv ist. Der native Anschluss hat halt den Vorteil, dass es schneller fokussieren kann. Auch hat das Sigma Staubprobleme und ich weiß nicht, ob sie das bis jetzt hinbekommen haben. Ihr habt da einfach das Problem, das Objektiv zieht beim Zoomen so viel Luft rein und den ganzen Staub aus der Umgebung, dass ihr da nach ein paar Tagen bzw. Wochen Benutzung innen schon wirklich Staub an den Linsen findet. Und das ist wirklich nicht so ideal, weil den bekommt ihr da nicht so einfach raus. Ansonsten gibt es auch noch zwei weitere Alternativen, beziehungsweise drei. Von Tamron gibt es das 28 bis 75mm 2.8. Das ganze Objektiv ist schon ein ganzes Stück kleiner, weil ihr eben nicht ganz den Brennweitenbereich habt, wie ihr es beim G-Master oder jetzt beim Sigma habt. Da gibt es jetzt auch schon eine zweite Version davon. Die soll überall ein bisschen verbessert worden sein. Ich habe sie noch nicht getestet, werde das Ganze aber mal nachholen. Dann gibt es von Sigma auch noch ein 28 bis 70mm. Das heißt, euch fehlen die 5mm, welche ihr beim Tamron habt. Unten fehlen euch die 4mm, welche ihr zum G-Master oder dem anderen Sigma habt. Da fehlt euch also ein bisschen Brennweite oben und unten. Dafür ist das Objektiv das kleinste und leichteste in der ganzen Klasse. Beim Tamron Generation 1 habe ich festgestellt, dass das Bokeh im Hintergrund so ein bisschen unruhig ist. Das hat mir auch nicht so ganz gepasst. Und ich habe bei den Tamron und Sigma Objektiven festgestellt, dass ihr im Bild so einen leichten Gelbstich habt, den ihr dann nachher in der Bildbearbeitung noch ein bisschen anpassen müsst. Dafür spart ihr da halt richtig Geld. Ich glaube, das Tamron 2875 Generation 1 gibt es für 650 Euro. Das Generation 2 gibt es für 950 Euro. Und das kleinere Sigma, also das 28 bis 70 mm, gibt es für 840 Euro. Ihr habt da also in dem Preisbereich schon eine relativ große Auswahl. Wie gesagt, das 2470 2.8 von Sigma kostet 1200 Euro und das G-Master liegt eben bei 1800 Euro. Meiner Meinung nach, der Preis vom G-Master ist jetzt eigentlich zu teuer, gerade wenn man es im Vergleich zum Sigma sieht. Ihr bekommt das G-Master aber gebraucht für um die 1200, 1300 Euro. Und dann wird es natürlich schon wieder interessant, weil ihr liegt da im Preisbereich vom Sigma. Da müsst ihr halt also für euch einfach entscheiden, wollt ihr ein gebrauchtes Objektiv für den Preis oder ein neues Objektiv. Wenn ihr mit einem gebrauchten Objektiv leben könnt, dann würde ich da das G-Master empfehlen, weil es einfach in jedem Bereich noch einen kleinen Tick draufsetzt. Alternativ könnt ihr aber auch noch ins Sony-Regal greifen. Da gibt es nämlich noch das 24-105mm, aber mit Blende 4, dafür mit Bildstabilisator. Wenn ihr also die Blende 2.8 nicht braucht und mit Blende 4 so zufrieden seid, dann würde ich euch fast empfehlen, das 24 bis 105mm zu nehmen, da ihr eben den Bildstabilisator noch mit drin habt. Das 24-105 bekommt ihr für ca. 990 Euro neu. Dafür habt ihr ein kleineres und leichteres Objektiv, natürlich nur Lichtstärke 4, aber ein Bildstabilisator, den man ja gerade im Videobereich auch öfters mal brauchen kann. Ebenso ist die Bildqualität von dem Objektiv wirklich sehr, sehr gut. Also da ist das Geld auch gut angelegt, wenn euch die Blende 4 reicht. Aber um jetzt mal nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, würde ich mir das 24 bis 70 mm G-Master jetzt noch kaufen. Wenn ich den Brennweitenbereich von 24 bis 70 mm wirklich brauchen würde oder auch sagen wir mal 28 bis 75, damit wir mal alle anderen mit einschließen, dann gebraucht ja,
neu würde ich zum Sigma greifen. Ich decke die 24mm Brennweite aber auch mit meinem 16-35 Objektiv ab und habe dadurch zusammen mit meinem 24mm GM Festbrennweitenobjektiv dann doch relativ viel in dem Bereich und würde mir das Objektiv deshalb persönlich nicht mehr holen. Ich würde da dann aber auch nicht zum Sigma oder zum Tamron greifen, beziehungsweise ich würde nicht zum Tamron 28-75 greifen, sondern ich würde das neue Tamron 35-150mm nehmen. Da habt ihr nämlich eine Lichtstärke von 2 bis 2,8 und das ist schon der Hammer. Für mich persönlich wird das Ganze einfach mehr Sinn machen, weil ich mich eigentlich in den längeren Brennweiten befinde, wenn ich fotografiere oder ich eben das 16-35 nutze und dann gleich ein bisschen breiter aufgestellt bin. Ich werde den Schritt vom 24-70 zum 35-150 wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen machen. Wenn ihr natürlich diesen Brennweitenbereich sucht, wie gesagt, ihr könnt zum Sigma greifen, ihr könnt zum Tamron greifen oder eben zum G-Master. Da könnt ihr eigentlich überall nichts falsch machen, da ist es ein bisschen eine Budgetfrage. Falls ihr das Geld für das G-Master in die Hand nehmen wollt, beachtet einfach, es gibt Gerüchte, dass auch hier eine zweite Version kommen soll. Und wenn Sony da den gleichen Schritt macht wie beim 70-200 G-Master, wo sie eine zweite Version gemacht haben, dann sollte da was Ordentliches rauskommen, weil das 70-200 ist ja auch sehr viel leichter geworden, im Autofokus noch schneller und schärfer. Also wenn ihr einen G-Master haben wollt, ist jetzt natürlich die Frage, wollt ihr warten? Es gibt noch keine richtigen Gerüchte zum Termin. Es wird immer nur gesagt, ja, vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten. Niemand weiß es so genau. Wenn ihr da keinen Stress habt, dann wartet vielleicht einfach mal noch ein, zwei Monate. Dann wird sich da sicher auch noch mehr ergeben. So, ich hoffe, ich habe euch da jetzt nicht zu sehr durcheinander gebracht. Ich wollte euch einfach mal erzählen, was meine Ansicht zum Objektiv ist. Wie gesagt, ihr habt eine relativ große Auswahl und werdet da sicher was finden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, ciao.